Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Game von der Commander Series mit unseren Katzen, Hunde, Würmer, Vögel. Ich bin Sarah Patrick, da ist der Christopher, Matthias, Servus, und Stefan. Heute auch mit dieser Kamera, die ich beim letzten Mal leider versagt habe. Hallo! Das heißt, meine Ansprache ist immer noch mit Bild. Und ansonsten jetzt beim Game 2, wir würfeln wieder. Das heißt, du hast demonstrativ von unseren Zuschauern weggeschaut beim letzten Mal. Wechseln. Aber leider. Sieben. Na bitte. Bitte Lunge. Sechs. Neun. Acht. Neun gewinnt. Stefan fängt das mal an. Will wir abgeben? Nein. Oh wow, ich bin tot. Weil ich weiß, dass ich diese Hand keep und ich weiß, dass ich gescoot bin. Okay, mir ist wurscht, ich habe wieder eine Menge an Alpha-Rüden auf der Hand. Ich nicht. Ja, keep. Ja. Muss gehen. Passt. Dann verschneite Insel Silver Raven. Ganz geil. Geht schon los. Und weiter geht's. Runter. Dann. Blute Delta und es geht weiter die wilde Fahrt. Hund. Oha, er hat weißes Mana. Sick. Dieser Hund. Ich fetche schon mal ein, damit wir uns da. Hallo. Zwei aussparen. Korrekt. Ich sage hier weiter, ich weiß nicht, was ich nehme. Was machst du? Fetchen? Nein, Mosswoods Bridge. Ich dachte. Ich soll schauen wir die obersten vier Karten noch. Animal Sanctuary. Und ja, die obersten vier Karten. Versteck einen, wenn ich Power 10 oder mehr habe, dann kann ich die Karte gerade spielen. Artificial Assistant. Immer wenn ich einen Historic Spell caste, kann ich Scryance. Das ist jetzt aber die falsche Dann. Stefan. Ist das nicht ein Historic Spell? Ja. Aber wenn ja, der halt erst nachher kommt, dann, dann ist schlecht. Dann haue ich jemanden. Wie fühlt das jetzt aus? Gerade, ungerade. Wer Angst hat vom Hund? Hunde essen Vögel, wenn sie am Boden sind. Hunde essen Vögel. Aber die beiden letzten am Tisch ist nicht der Hund und nicht der Vogel gewesen, von daher werden jetzt einmal die anderen kommen. Möchtest du abheben, Christopher? Fix. Bitte. Schau an, Alter. Racken. Schau ihm. Damit hat es nicht gerechnet, ha? Jetzt schaust du etwas. Das ist meine ganze. Obwohl ich da gestackt habe, im Arsch war jeder, der ist aber auch sick. Du spielst Animal Sanctuary. Und du hast nicht einmal den Glacierwurm geholt. Ja, zeig dir das mal und zieh eine Karte. Ja, das ist schön, dann hat er schon ein Länder ohne Ende. Dann. Nein, sicher der Life from the Lone wieder. So wie immer. Und weiter geht's. Ja, ich fetz deine Artigmeser weg. Oh nein, schön. Kenn ich gar nicht. War schon zwei Weiße. Pam. Schon mehr als vorher. Nein, nein, du bist schon drei gekommen. Keine Ahnung. Kommt jetzt der Hund? Nein, jetzt kommt nicht. Na Gott sei Dank kommt was anderes. Pam, ist das der Full Steel? Plus 2 plus 2. Und wenn es ein weißes, ein farbloses, kann ich das aus dem Field of X sein und hole eine andere Aura oder gehe auf eine andere. Ja. Pam, 4,1 Level schwimmen wir dir. Na sicher. Und der Schalke schon. Hund ist back, Alter. Hund ist back. Back again. Hund ist back. Bug your friend. Go. Das geht sich genauso, wie ich geglaubt habe. Schlecht? Ja. Ich hab nur grüne Länder auf der Hand gehabt und ich habe bis jetzt nur grüne Länder nachgezogen. Es wird ziemlich. Aber meine Hand ist nicht so grün. Dann caste ich Ezior und darf scrollen. Das sind so alle schlechten Fliege 1-1. Achso, das ist 1-3, oder? Ja, das ist 1-3. Das ist dein Command noch, fertig. Das kommt noch. Dann verteile ich die Liebe. 1-1. Dankeschön. Weiter geht's. Also, er hat mir. Also, er hat auf uns verliert zum Schluss noch gekriegt. Verstehe. Möchtest du wieder abheben, bist du? Fix. Alles los, Alter. <Mann. lacht> Was ist da los mit den Sleeves, hey? Nein, das war jetzt aber schon unter der Matte. Bam, Matthias. Für 5 oder was? Ja. Dann lege ich noch ein weißes Mal an die Säule. Weiter geht's. Oh. Was ist los? Oh nein, das ist mega.
Jetzt hat einfach so was drei Grüne gekostet oder was? Nein, ich habe Kulte mitgezogen. Such mal zwei Planes, okay. Go. Wenn du noch zwei weiße Mana. Dann caste ich den hier. Das bleibt doch. Wie dumm ist das, dass dich Stormcrow mit Commander Damage töten kann eigentlich? Das einzige war ein. Dann drei auf dich. Weil ich jetzt weißes Mana oder was? Weil ich so ramst hier. Weiter geht's? Ja. Weil der, ich habe halt keinen Land. Weil er hofft auf, dass der Hund der Matthias. Hätte ich noch einen Land gehabt, oder Grün? Ja, du wirst jetzt recht kaum dafür. Abhin? Nein. Warte ich. Bitte. Wenn ich schon nichts zum Spiel habe, dann eben wenigstens die Decks ab. Ja, ist eh gut. Der Quecht hat hier. Dann Snowcover 2 und weiter geht's. Warte. End of Turn Enlightened. Schön ist ja aber. Das mache ich jetzt auch jeden Upkeep. Epic Spell? Ja, muss ja, du das nicht. Nein, nein, nein. Ja, hast du schon gesagt. Ja. Oh. Ich weiß, was ich will. Wo ist das? Jeder darf einmal irgendwo was hinzufügen. Ich schreibe da Legendary drauf, du schreibst da Epic drauf. Ist voll okay. Ich suche Debrick und dann schreibt er einfach auf den 100-100 drauf. Gut. War nicht schlecht. Oder ich hätte 100-100 drauf schreiben müssen. Eminenz 100-100. Einmal gescheit spielen. Elan, Umbra. Plus der plus 4. Und hat toten Armor. Wie viel Commander hat der Matthias? 9. Wie viel machen wir? 21. 21. Das heißt, die sind noch nichts verloren. Mit der 4 mehr? 5, ja. 5 oder was? Ja. Dann ist jetzt 14. Bald wirst du wissen, wofür das weiße Mana spielt, wenn er dann Condemn spielt. Und ihn darunter legt. Ziemlich bitter. Nein, mehr kommt nicht mal an, sondern aber. Ja, das ganze Zeug ist drunter. Aber Rüstung kommt von Greedia wieder. Felida Retreat. Land, Karte. Ich habe vorher gesehen beim Fetchen, das ist auch ziemlich reinig. Okay. Wieder ändern sich die Dinge. Wo geht der Hund hin? Geht einmal links, geht einmal rechts. So, das heißt, ich habe jetzt was? 5 Mana Potenzial. Der Hund schnüffelt den Gegner auf. Schau, ich hätte einen Einsatzflug, aber das weiß. Für 4 Mana spiele ich eben Fleetwing. 2-2 Flying Hexproof. Ja. Was ist das denn eigentlich? Ja, die Quality hier, oder? Und du hängst dich mit deine Hunde auf. Meine Hunde sind halt noch schlechter. Naja. So, du machst einen 2-2, oder? Ja, es wird ein. Ich habe keine 2-2 Katzen im Schatz, das ist jetzt sowas. Dann das gilt kommen. Aber gar nicht. Das ist ein Wolf, der muss eigentlich zu mir kommen. Dann hau ich dich für 3. Eins davon Commander Damage. Nur ich kann auch nicht schreiben. Das ist der einzige Runde, ob das noch. Weiter geht's. Dann cycle ich gerne auf Turn. Ein Zahl auf drin und ziehe eine Karte. Sage it, try. Dann gehe ich in eine Runde. Warte mal. Stopp. Hammer Time. Ich war da abgelenkt. Was? Alles rewind. Was ist jetzt? Was machst du? Du greifst mir an. Ja. Für 3. Ja, gut, ich flash den rein, der Regent Blood frisst einfach deine Kreaturen. Nämlich die es grinden lässt. Für den Historic Spell. Was geht da ab, Alter? Das geht da doch in den Ball hier. Ha! Der Falle Ambusher. Ja, guter Kasali Ambusher, hat voll geambusht. Okay. Der kostet nichts. Ja, nicht wenn ich angreife, werde dann Forest und Plains kontrollieren. Oh, ey, warum hörst du mich auch? Verstehe ich halt nicht, ich bin halt nur passiv. Der ist halt Ur-Org. Ur-Org. Ich spiele Into the North. Suche mir ein Snowland in Spielen. King of the North. Brit, Nummer unterdrückt. Daybreak or nicht. 3 plus 3 hat Vigilance Lifelink. Fürststrecke. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 12er Hund. Wäre der Matthias kaputt? 8? Ist er auf 22? Oh ja, das wäre 8 für Toten. Bitte. Ja, passt. Aber das ist auch gemein, oder? Das tut mir halt auch ein bisschen weh. Findest du das? Unsere Commander-Bedien laufen immer so ab. Aber es ist halt auch gut geschissen, jetzt hat er 6 Mana. Ja. Ich hab's auch vorher dein 5 oder so gemacht. 6 Concealed. Stimmt, das Concealed. Was damit tut? 4 Leben. Mit keinem Board und keinem Blade. Da kannst du mich auch gerne umstanzen. Aber dann sitzt du die ganze Zeit auf Fahrt. Nein, dann fahre ich einmal, alles gut. Halbwegs von dem Besitz nach Hause. Nein. Nein, so schnell kommst du nicht raus.
Ja, aber mein Stefan hat einen Blocker. Nämlich. Ach, Mann. Nächste Runde, schau weiter. Okay. Also ich gehe gleich leben. Was soll ich denn machen? Nächste Runde, schau weiter. Der fliegt aber, oder? Und hat 1 Million Toughness und Power. Fliegt doch noch. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Windschirrenz hat er doch auch, oder? Oder nicht? Ja, First Aid auch. Fast so gut wie bin ich, oder Control Hound. Nein, ich mach nichts mehr. Reicht das schon mal nicht. Ich mach das so wie der Patrick, da bist du natürlich überfordert. Ich lebe bis zu dir, Junge, du hast dir nichts erlebt. Nein, nein, ich hab nichts. Ja, was? Ich bin nicht darum. Und seine Heidebelange ist gleich aktiv. Wie ist diese Session? Geht's? Ja. Hast du es gelesen? Nein, nein, ich hab's nicht gelesen, nur geschoben eigentlich jetzt einfach. Ganz aus dem Spiel entfernt. Ohne ihr Mann. Na gut. So. Mit der Raubkatze. Mhm. Marke auf alles. So. Sag's nicht zu laut, da kannst du es gar nicht wissen. Dann musst du das Basic nehmen. Warte, dann, was nützt das? Das wäre nicht schlimm. Na, das nützt das. Der ist ja so getappt, oder? Ist der nein, der Vigilance. Also Freund der Sonne. Ja, das macht 5 Mal. Das wäre nicht so schlecht. M1 auf den. 6 Power. Hab Vigilance, oder? In dem Zug, wo du den Zug, wo die Marke drauf gibst, haben sie wie gelernt. Ja, ja. Kann man Matthias anfangen? Nein, Matthias habe ich nicht erinnert. Der hat mich schon ein paar Mal gehauen. Und ich hau Träume nicht, oder sterbe ich. Kannst du den Tod blocken? Nein, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. Ja, dann hau ich dich. Ja, nämlich. 6, 7. Na, war es jetzt 6 oder 7? Für 6. 9. So, 9. 6. Darfst du ein bisschen mehr sein? Ja, gerne. Hast du Runden, wenn du willst. Für 9. Dann werde ich das aktivieren. Oh ja, und da spielen. Da okay, hake ich dich um. Wenn der kommt, ist mir wurscht. Hake ich dich um. Tut mir leid, Patrick. Ich habe gedacht, wir sind Freunde, aber ich hake dich um. Das muss sein. Ja, jedes Mal das gleiche mit Patrick. Ich weiß halt nicht, wie ich das wegmachen soll. Ich habe einfach. Gar nicht. Ich habe einfach Removal. Bist du noch fertig? Gar nicht einfach. Beim Commander Damage. Ja, ja, ich werde das. Dann so. Zu. Ich kann da nicht mehr. Beißt er dich. Dachte ich zuerst, was ist da jetzt? Entscheide ich aber. Aber du hast bald 7 Mana für den scheiß Wurm gegeben, hab ich auch genau. Ist halt noch ein Land, frische Zeit. Ich dachte, du brauchst 2 Länder. 2, aber eins wird mal anfangen. Eins ist am Anfang, ja. Eins nach dem anderen. 4 Mana. Eins. 2 davon für den Gedanken. Mein Stern. Den würde ich auch nehmen, der macht 8 Mana. Und 2 davon, um deine Marke draufzulegen. Weiter geht's. Sick. Sick. Jo, ich mach da nichts Tolles. Ich will mal das legen. Danke, du. Hat der Life verloren, oder? Ja, ja, ja. Alter, der gönnt sich. Dieser Yamato ist. Das habe ich eben im Vorfeld befürchtet. Was? Na, ja, dass du mit dem Commander Damage einfach uns alle tot fragst. Ich werde mal alle Kreaturen killen, außer dem Isamaro. Oh, geil. Ich bin fix dabei. Warum machst du das? Warum außer dem Isamaro? Weil der zu fett ist. Der zu fett ist, ja. Ich habe 5, nur der hat 1 Milliarde hin. Ich habe 2. U-Control. Ah, das ist U-Control bei dem. Bitte. Bremst du mal weg, den Klumpen. Da ich nicht übernehmen. Der geht jetzt, geht auf. Das war nochmal der Stormground Friedhof, jawohl, gekillt. Dann geht's weiter. Das muss ich nicht verstehen. Was? Warum er das macht? Oh. Weil ich 23 Leben habe und eben mir das Bauch gesandt. Ja. Ja, kann man sowieso umhacken, also ist wurscht. Da stelle ich es mir lieber mit dem Christopher jetzt gut. Das ist so korrekt für dich. Politisch verstehen. Ja. Das kann so, wer hat jetzt bitte wie viel Commander Damage? Er hat noch immer 14. Nein, jetzt mal wurscht. 14, 8, 0. Du hast 0. Ja, das ist mir noch nicht gehauen. Dann gebe ich jetzt dir mal 8 Commander Damage. Ja, schön. Das ist so schön. Normalerweise greift man an, aber der Christopher gibt den Damage. Bitte sehr, der ist für dich. Kann mich kaum halten für Freude.
Bis der, jetzt gebe ich den edelsten von allen. Geht's anders. Der ist hart, der ist wirklich hart. Wenn der ein Schaden ist, kriegen alle seine Hunde und Vigilance. Ja. Das ist halt schon, das ist richtig heftig. Ich meine, alle, die eh schon Vigilance haben. Mhm. Naja, selber noch nicht Vigilance. Jetzt habe ich mich nämlich gegen Sekularis-Effekte abgesichert mit diesem wundervollen Hund. Was, du würdest einfach den Hund opfern? Den, ja. Was bist du für ein Monster? Ich rufe den. Das ist auch ein Hund, den du opferst dann. Das auf. Ja, komisch. Da gibt es schon wieder was zum Holen, der Stockerl. Musst du aus dem Nemesis den Vengeance Mode holen. Mhm. Ein Land bitte noch. So, das ist schwarz. Miri Cat Warrior. Wer? Miri Cat Warrior. Wer? Wer? Da steht sogar auf. Miri Cat counts as a Cat Warrior. Hat First, Second Forest Walk. Was ist? Und sie kriegt jetzt 1, 2 oder 3 Mal. Sie kriegt. Und dann sage ich, go. Was ist mit dem? Was? Ja, das ist Sword of Fire Ice. Dann. Völlig am Ende. Was hier ist, das ist wurscht. Sehr gut. Mir ist auch wurscht. Was machst du? Hast du das Leben schon? Nein. Ihm war es nicht wurscht. Max Tafi. Geh weg! Entschuldigung. Ich bin der Abgeber. Der Abgeber. Dann exile ich diese 6 Karten, dafür kommt Stormcrew wieder in die Command Zone. Alter, die Kürze. Was war jetzt? Ich exile die Karten. Er macht die Kürze. Oh, Leiwand. Ah, das war schon Leiwand. Das war richtig Leiwand. Das ist mit dem Move. Der war richtig Leiwand. Dann. 3. Hör die Banner auf Blau. Mein Trigger. Wann kommt das Video eigentlich raus, Patrick? Keine Ahnung. Warte jetzt. Irgendwann im April? Achso, also nicht am 1. Dezember, weil heute ist schon wieder Advent. Also Matthias, legst jetzt so einen fetten Wurm oben drauf. Tun wir was. Zieh mir eine Karte. Zieh eine Karte. Spiel ich Final Parting. Ich darf eine Karte auf meine Hand nehmen und eine in den Friedhof legen. Überlegt er genau. Dürfen wir jetzt das aussuchen? Nein, ich such's mir aus. Leider alles ein bisschen kacke. Life from the Lone. Korrekt. Und entweder ein leibendes Land. Ja. Oder auch euer Papa. Nein. Braucht halt leider ein leibendes Land. Aber das wisst ihr nicht, was ich hernehme. Wissen wir nicht? Was in den Friedhof legen. Das sag uns halt. Kannst halt schon auch sagen. Sag ein leibendes Land. Gib halt das andere, wenn du von dem Lauf von Lohn auf die Hand. Kannst gleich spielen. Dann wissen wir auch nicht. Kannst gleich spielen. Nein, ist nicht fertig. Ich muss abheben noch. Tut mir leid. Ja, ich muss da korrekt. Nein, ist eh klar. Da kenne ich nichts. Bitte sehr. So, ich heb da mal die Karte. Dankeschön, danke vielmals. Bitte gerne. Danke vielmals. Bitte gerne. Bin immer bereit dazu. 8, 15. 14. Weißt du, was ich mir gefällt habe? Ja, was? Ja, jetzt. Procedure. Muss ich es halt machen. Procedure, wenn man da liegt. Coronade, oder? Nein, wahrscheinlich das, was Flugfähigkeit gibt, damit ich blocken kann. Ach so. Ja, muss ich das zerstören. Oh, kriegst du ein Land? Krieg ein Land? Fix! Rampler treibt nicht, gell? Ein Land mit einem Basic Land. Ja, das muss ich blocken. Ja, sonst bin ich tot. Ja, kriegt vorher ein Land. Krieg ein Land. Ja, okay. Blocken. Okay. Krieg ich viel Leben wieder. 5, 7 Leben. Kann man das nicht Boon wieder so viel für mich spielen? Hat es nicht unseren Spaß? Ja, aber bei Sorcery. 7. Jetzt krieg ich erst mal 7 Leben. 7 Leben. Dann spiel ich das im Friedhof. Verstehst? Alles zu seiner Zeit. Achso, das kann natürlich jetzt jeder Runde spielen. Aber du hast alles zu seiner Zeit. Das ist richtig, aber ich überlebe jetzt halt mal eine Runde. Jetzt überlebt er einmal. Ich bin ja auch nicht. 2, 4. Wenn es das halt wegmacht, das kommt nicht zurück und du überlebst halt auch. Aber er kann halt nicht blocken und. Ja. Und hat noch eine Kreatur. Weiter geht's. Schon wurscht, das passt schon. Ja, aber ist halt auf Ubi Commander Damage und dann reicht es. Erst schau, wir wissen eh, dass alle auf mich drauf hat, das ist einfach scheißegal. Ich hab's einfach weiter. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Ein Damage ist gut. Das ist der erste Damage. Ich hab noch gar kein Damage gemacht.
Nein, ich habe auch keine. Aber damit man das spannend für unsere Zuseher halt. Natürlich. Oh, was hat er sich geholt? Was hat er sich geholt? Das ist mit Land war gut, Matthias. Danke vielmals. Bitte gerne. Du hast ja zwei braucht. Was macht der? Ich kann zwei zahlen, dann mühlt einer von uns, den ich bestimme, die oberste Karte von seinem Deck. Und so viel wie die kostet, wird der fetter für unter den Austurnen. Matthias, was ist denn aufgelegt? Mhm. Ein kleiner Wurm. Ja. Entschuldigung, das ist vielleicht ein Wurm hinauf. Ne? Milch. Für 11. Boom. In diesem Board steht ein bisschen zu unsicher vielleicht. Was ist das? Das ist sogar das. Was macht das Patrick? At the beginning of combat on your turn. Target land gain, also kann ich mir aussuchen, entweder target alle Creatures bringen Trampling +1/+1 oder ein Land macht 3 grüne Mana oder ich ziehe eine Karte, wenn ich eine Kreatur mit Power 3 oder mehr habe. Mühe. Oder ich kriege dein Leben. Wenn ich Mühe habe, dann ist das schon besser. So, jetzt komme ich at beginning of combat. Jetzt ziehe ich eine Karte, weil ich das möchte. Was denn? Kreatur mit Mörder Damage. Also genau, mit der Power, dann kriegt der noch seine M1 und dann gehe ich die schlänzen. Bitte. Dann ziehe ich noch eine Karte, weil Fire, du kriegst 4. Und du kannst den Orgen abschießen. Ich schieße den Orgen nicht, aber ich schieße zu viel. Warum schießt den Orgen nicht ab? Ich finde das schon. Weil er die vorige Kommandorunde nicht gemacht hat. Weil ich ihn gerade geschlagen habe. So, da. Nehme ich noch einen. Entschuldigung, den werde ich am nächsten nehmen. Dann spiele ich noch Shadow Spear. Dann sage ich sie go. Und. Leg ich eine Und. 4, 8, 11 hinten hat er. Warum macht das denn auf hinten nicht kaputt? Und Squad König. Mhm. Ja. 33. Hm? 33 hat Leben hat halt noch. Mhm. Hast du was Leibes oben liegen? Das weiß ich nicht. Kannst du mal ausprobieren. Also. Ich habe sowas zwischen 1 und 2 Mana. Mhm. Ich glaube, ich habe da keinen Wichern vorbereitet, Mana kosten. Nein. Okay. Hat der Wichern ja. Weil das ist Orge Katze. Ja. Das ist Orge Katze. Das ist Tag, steht sogar drauf. Oldschool. Mhm. Ja, mehr als 9 schaffe ich nicht. Das reicht halt nicht. Also Matthias, schau, ich habe ihn extra nicht abgeschossen, weil ich ein leibernder Typ bin. Weil ich ein leibernder Typ bin. Dann du auf mich draufhauen. Wenn ich dich umbringen kann, würde ich es machen, aber ich kann halt in keiner Welt dich umbringen. Außer es liegen jetzt da Worldspan-Wurm und Worldspan-Wurm um. Schaffel. Also mit Doppel-Worldspan-Wurm kann ich dich umhacken und der hat halt Nutzverbrauch. Natürlich. Wow, du hast abkommen, oder? Was sind denn oben? Nice. Okay, dann hätte ich ihn vielleicht doch abschießen sollen. Das ist vollkommen ein Lukas machen. Du kannst mich jederzeit einfach umbringen. Darfst du mit Schutz vor Blau. Ich kann nichts machen dagegen. Ja, ich habe ihn angefangen. Ich kann nicht aus dem Cube hocken können. Na. Mystic Sanctuary. Problematisch ist für das hier. Ja, hör auf damit. Das ist eben nicht der Angestammte. Ich kann die Batterie auch 100.000 Sachen, die ich kaputt machen kann. Ich muss halt die 10 kaputt machen, einfach aus Prinzip. Dann spiele ich den Immortal Sun. Ja. Und dann für 2 kann ich den Warden noch spielen. Weiter geht's. Sick. Ich dresche mir mal live an. Visit, I have to do it. Oh, hier der Golgari Rotwurm. 5+5 wird er kriegt. Brackmarsch und Aschbarrens. Lange nicht genug. Zwei Würmer wären es gewesen, aber. Lange nicht genug. Kann man sich mal ausrechnen, wie hoch die Chance von Dunlop. Ich weiß nicht, das ist kein Deck nicht genug. Sagen wir, 80 Karten sind es noch. 1 zu 80. 3600, glaube ich, jetzt. Geht so aus. Aber ich habe 1, 2, 3, 4 Tries theoretisch, also ein bisschen besser als das. Tapp halt aus. Tapp dich halt aus. Tapp halt aus. Na, tapp halt. Bruder, tapp dich halt aus. Mein King Siegens. Da mache ich halt auf Demenz, ja. Weiter geht's. Hast du jetzt ausgedacht? Nein. Ich habe auch nicht mehr Sicherheit. Wenn du bitte schaust, da kommt. In Hogak sind ganz viele Würmer drinnen, zählt das? Ja. Ich gebe Hund Spektrum Wort. Hat
Was ist das für ein Hund? Das ist der Hund von allen. Was macht der jetzt alles? Der hat Schutz vor allen Farben, +2/+2, Lifelink, First Strike, Vigilance. Und fliegt. Entfernt keine Augen. Nein, und das auch entfernt er dann. Sick. Schutz vor allen Farben, oder? Ja, auch. Ja. Oh, sicherheitshalber. 4, 7, 8, 10, 10 Hund. Okay. 10 Hund für dich. Gibst du ihm? Ich geb dir 10 Hund. 6, 7, 8, 9, 10. Ich krieg 10 Leben. 6, 7, 8, 9, 10. Ich hab wieder nicht mit Geto und dem Matthias angegriffen. Scheiße, jetzt vergesse ich das. Okay. Der ist noch an der Kette hier. Er kann noch nicht. Er kann nicht. Er kann nicht. Er will eh, aber er kann nicht. Warte. Muss ich das rufen, der hilft mir. Bin ich schon. Ich hätte das nicht mal machen müssen. Achso, das auch. Schau, in der Zwischenzeit ist es so, dass der Christopher den Matthias oder mich one-shotten kann. Mhm. Alle one-shotten, oder? Dich nicht. Nein, dich naja, 15 Damage. Könnte sich bald ausgehen, ne? Noch nicht. Jetzt lasst. Erstens einmal lasst den Hund in Ruhe. Ich mache eh nichts. Weil ich werde gleich anrufen, Alter. Ich mache eh nichts. Wenn ihr jetzt blöd seid, rufe ich dich schon zu Hause an, Alter. Komm mal gleich. Wohl eher da. Außerdem lasse ich den von der Kette, Alter. Das ist Alter. Also, das ist ein Atmen machen, wenn er da angreift, aber keine Kette, ja. Warum gab es sich verlüchten Karten zu ihm, wer traut? Ja, ich bin ja auch gleich. Die Kette ist dann um die Faust gebunden. Wenn ich nicht angreife, wenn das Mal kaputt ist, hätte ich hier nicht mehr Geist mit Taxi. Bitte was? Bitte was? Was ist? Gar nichts. Durch da absprechen? Nein, nein. Er sagt mir, dass er mich wieder haut. Ich glaube, die hassen ein bisschen. Bitte? Ich glaube, die hassen hier ein bisschen in der Gegend herum. Hassspräch. Dieser Hassspräch hier. Die Frage ist, ob ich Shadow Speak. Nur weil ich kann. Ich glaube, das Leben ist eh relevant. Ja, du kannst nicht versuchen zu killen, gell? Nein. Ja, aber du machst dann wieder ab. Nein, ich kann nicht. Und dann du kannst Land oben und das Wasser. Drescher groß machen. Ui. Nein, kann ich nicht. Muss ich Drescher groß da wieder aufgekommen eigentlich? Mit müsste ich. Ah, cool. Aber kostet halt mein ganzes Mana. Stimmt, was ist alles Exile? Das ist alles Exile. Ja, ist wurscht. Angriff auf dich für wieder. Also ich zähle wieder deine Karte mit dem. Und Angriff auf dich für das. Ah, gute Karte, die er gezogen hat. Ja, kann nichts machen. Ich habe heute richtig Spaß am Command als Ziel. Der große Bruder schaut zu. Geht's noch? Ich schau noch. Ich Kontrolle machen. Er hilft dir ein bisschen. Machst du diese? Das ist die Unterprüfung auf Drogenkontrolle. Riecht ein bisschen nach Koks. Aus, mein Freund. Kommt das Poseidon-Land ungetappt oder getappt? Das Poseidon-Land ungetappt. Getappt, glaube ich, ja, wie bei Assassin's Trophy. Dann ziehe ich 2. Alter, du hast das so im Deck. Na, Bruder, hätte ich eine Kombination machen können. Mach Karte mit dir kaputt und du machst Mystic Sanctuary Lady Flamme und alle Sachen oben drauf. Ah. Na, aber wenn du mit mir zusammenarbeitest, können wir verhindern, dass er dich umbringt und ihn umbringen. Was, jetzt oder was? Ja, jetzt. du musst halt Bosechu auf das, das oder das spielen. Mhm. Das darfst du sogar aussuchen. Okay, das ist halt schon ein sexy Angebot, muss man sagen. Ich meine, hast du das extra Land gezogen? Ja, habe ich. Okay. Da ich kein Land gezogen habe, bin ich halt auf Bosechu angewiesen, weil jetzt da kann ich für 5 Mana, oder den kannst du mal bedienen, damit wir da... für 5 Mana... Weil es eins weniger kostet, caste ich Mindslaver. Aha, okay, und du brauchst einen Mana. Ich brauche einen Mana, dann kann ich ihn Mindslavern. Aha, okay, verstehe. Und mit dem Hund den Patrick killen. Aha, ja, das ist natürlich ein lustiger Hund, muss man sagen. Ja, dann kann ich nichts mehr machen und sag go. Was? Ja, achso, du kannst natürlich immer machen. Ich muss halt in deinem Zug immer jetzt machen, also... Ja, dann werde ich ihn mal fetchen. Ja, dann ist er gut so. Ich meine, dann sterben wir wahrscheinlich am Hund, aber dann ist zumindest der Patrick mal als erster tot. Sind nicht immer das Ziel. Bekannterweise.
Wo seht ihr euch das Ding? 7 macht, oder? Nein, nein. Ja, 7. Passt da wahrscheinlich. Danke ich in meiner Runde. Dann dreht sich Leben aus Leben. Dann spiele ich Leben aus Leben. Nehme ich mir Ottawara, Busecho. So fair. Diese neuen Länder sind so fair. Ja. Mhm. Die echt grindig eigentlich. Ich habe extra ein Graveyard-Hate in das Deck reingeforst. Patrick. Einen zusätzlichen. Neben so ein Hater. Das ist echt aber ich sehe ihn halt nicht. Ja, dann geht's weiter. Dann in der nächsten Step werde ich meins Leben opfern, um deinen Zug zu übernehmen. Okay. Seid ihr irgendwas? Aha. So, wie dick ist der? Und der kann geblockt werden, oder? 7, 8, 10. Und das reicht für dich, oder? Er hat Commander Damage. Du bist bei 18 Commander Damage. Ja, du kannst, wenn der Hund alle Artefakte verlieren würde, würde es. Er hat keinen. Also, wenn alle Enchantments zerstört, könntest du mit dem wieder alleine skillen. Und das kommt wieder. So geil. Das ist hart. Verstehe. Ja, dann greift der Hund einmal den Patrick an. Und kriegt 10 Leben. Und der Hund. Greift sie fix in Matthias an, jetzt endlich. Greift auch den Patrick, dann kann ich ihn nicht. Der Hund greift fix der in greift Matthias mich an. Na, bist blöd, da muss Matthias angreifen. Nein, man muss nicht Matthias angreifen. Nein, der greift mich an. Okay. Und ich blocke ihn. Spiel plus 2 plus 2. Na, passt dir auf der Hand. Na, kriegt 10 Leben. Wisst ihr, er hat da noch Wasteland oder Non-Basic-Land, okay. Ja. Aber ich will einmal den Buffer killen. Das muss man dann nicht sein. Meins, lieber Mann. So, das schwarze Spell an Abstellen ist halt auch nicht der Plan. Wieso? Mach halt. Mhm. Dann mach das mal ein weißes Mana und dann wird es gewastet. Ich dachte, die plus 2 plus 2. Dann bekommt mein Warden, dann kriegt mein Warden plus 2 plus 2. Ich fühl's aber schlecht. Und dann noch ganz viel Mana. Entschuldige, du kannst dann noch Sachen spielen. Nein, du spielst aber schon was. Das hätte ich auch was. Das passt schon. Ja, richtig gut. Sehr gut, ja. So, Schutz vor Einfahren. Ne? Dann zieh ich mal eine Karte. Ach, haben wir einen gefunden. Ich muss einmal mit dem G-Tun da angreifen. Und dann spiele ich den auch in Square 3. Das. Du darfst den Hund nicht abhalten. Dann spiele ich Skalken. Und ich flippe meine Eule. Zieh der Karte, wenn man es. Ja, war ja. Die Frage ist, ob ich das im Response passiert schon. Das Skalken. Fix, weg dann. Ich schau halt, dass man das gegen den Hund findet. Den Hund habe ich schon gecovert. Der Ottawara, was mache ich? Der Ottawara halt, ja. Ja, ich werde das Posset schon im Response. Okay. Aber Haka. Mehr Länder. All the Ramp. So, dann exile ich 5 Karten. Und spiel Fächer Close, passt. Da haben wir Secret Attacking am Matthias. Oh ja, was macht diese? Exile Target Card from a Graveyard. Das ist das einzige, was es gibt, was halbwegs sinnvoll ist, weil es Mana Ramp ist und Exile Target nämlich. Aber es ist eine gute Karte eigentlich. Ja, das wirkt nicht so schlecht. Und dann habe ich einen Beilet auf Tassa. Ah, ja, da gibt es jetzt der Karten los. Es gibt keine mehr. Was den Hund, dann hake ich ihn jetzt um. Hau ich dich für 2. Zieh ich eine Karte. Warte, wieso ist kein Blocken? Der fliegt? Ja, warte, passt schon. Ich bounce ihn vor mir. Bist deppert jetzt? Da halte ich die Karte. Schau an diese Adern. Ja, jetzt wird totgeschlagen. Weiter geht's. Jetzt mich entfliehen lassen.
Der hat nicht wirklich die Wahl gehabt. Fetch dann noch. Er hat mich angegriffen. Er hätte euch killen können. Nein, ich hab dich angegriffen. Ja, ja, aber davor halt schon. Hey, könnte jetzt schon lang tot sein. Machst du jetzt einen Deckcheck? Ja, ich bin jetzt vor für Deckcheck. Mach gleich einen Deckcheck. Morgen nehmen wir noch auf. Ich tu mir das jetzt schon zusammensuchen. Das spann ich mir auf. Das ist ich bin halt next level. Aber du sparst da morgen auf, wenn du das einfach jetzt machst. Ja, aber jetzt. Alter, bist ein bisschen deppert, Karl. Schau ich dir zu. Man macht's mal. Off Kamera werde ich dem Matthias so eine Watschen geben wie Will Smith. Ich muss nachher laufen. Ich muss nach der Aufnahme leider weglaufen. Ich cycle track with Dicker dann auf der Map. Achso, Entschuldige, magst du abheben? Ja, sonst heißt es aber nicht dort, wo du das gekriegt hast. Alter. Siehst du, so ist das. Anzeige ist raus. All the durch dieses Procedure, ist ja Wahnsinn. Ich habe wieder. Anzeige kann, ich hab raus. Ich dreh schon live im Plan. Three Wishes, Baron Moor, The Meatwood Massacre. Sehr schön. Dann. Hätte halt auch jetzt mich den umhaken können lassen. Das war schon slim. Ottawa Posecho, Tranquil Ticket. Dann Lichland. 6, spiele ich einen Sifter Wurm. Jawohl! 7-7 Trampel, wenn ein Spiel kommt, kreie ich 3. Dann reveal ich die Top-Card meiner Library und krieg so viel Leben, wie die Converted Mana kostet. Geht schon auf 15. Und du hast dich schon als Matthias Leben erschlossen? Ja, ein bisschen. Darfst du nie machen. Wenn Matthias Gnade zeigen, ist automatisch conceden. Was redest du? Geht schon. Dann reveal ich. Bramblewurm, aka The Stabilizer, und bekomme 7 Leben. Ist sogar noch mehr der Stabilizer jetzt. So, 7. Dann geht die Wildfahrt weiter. Alter Hund. Geil. Hund. Bam. Hund. Ich schieb nicht mal. Der hat aber jetzt nicht geklärt, schon direkt. Was? Wäre viel lustiger gewesen, wenn der auch legendär wäre. Wäre lustiger, aber ist leider. Habe ich leider verloren. Mhm. Jetzt sind wir das killed. Wäre ich mein Stable geworden? Ja, alles gut. Mhm. Wenn wir das killen müssen, dann hätte ich dich killen, dann hätte ich Stefan das gleich gemacht. Easy gun. Dann haue ich mit den beiden dich. Dich zwei. Wie viel Damage ist das? 3. Ja, ja. Bitte. Okay, bin ich auf 76. Dann Sky Diamond. Snow Covered. Dingsbums. Für 3 Mana ein Birdie. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir da mal 6 Mana. Dann noch 1 im Pool. Und für 3 kommt der auch wieder. Also 1 weniger. Dann geht's auch schon weiter. Dann cycle ich das End of Turn, dredge ich meinen Life Run Ballon, lege ich Bramblewurm, Warm Harvest und Godamus Region Friedhof. Dann gehe ich in meine Runde. Ziehe ich eine Karte. Das Traurige ist, dass ich halt kein Out gegen die Länder habe. Du willst nichts haben? Nein, ich kann nicht gegen die Länder gewinnen. Ich habe kein Out gegen diese Länder. Außer halt Graveyard Remover. Nein, nicht. Wie dick sind deine Creatures? Ich kann dieser Mauer halt Textproof geben, aber dadurch, dass er beide hat, zerstört er meinen. Mit geschossenen das Hexproof. Ja. Und mit einem anderen kann er wieder bouncen. Ja. Zahle ich 5 Mana. Flashback ich Dryad's Revival und return eine Karte aus meinem Friedhof in meiner Hand, nämlich den Midtug Massacre.
Dann spiele ich den Meetup Massacre für 2. Dann gehen die Burschen. Lege ich einen Marker auf den. Mhm. Oh, lege ich es auf den. Bevor ich das mache. Ziehe ich meine Karte mit. Ja, so. Oh, so. Mhm. Dann. Bei mir kriegt 3 Leben. Bei mir 4. Das heißt 7, 5, 6, 7. Und wir verlieren jeweils gar nichts. Bei mir steht nichts. Okay. Dann greift der Wurm den Stefan an. Der ist 5 für uns noch. Ja, krieg auf 3. Dann geht's weiter. Ich werde jetzt mein Hundepfeiferl nehmen. Sag Burschen, genug gespielt für heute. Wir gingen heim. Danke. Ich darf 76 leben. Ja, das ist ein witzlos. Das ist halt nur ein ganz langsamer Tod. Dann gehen wir lieber heim. Es geht noch. Und gib dem Burschen was zum Knabbern. So. Und dann für 4. Coastal Piracy. Mhm. Für 5 Murder of Crows, dann würde ich gerne angreifen gehen. Mhm. Ziehst dann quasi 2 Karten. Halte ich für 4. Ja, ziehst 2 Karten los. Ja. So, das war schon 2, das heißt, ich kostet schon 6 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich noch einen Mana im Pool. Mhm. Was da abgeht? Schwert. Was da abgeht. Ich habe einen Armada-Wurm und das reicht mir auf dem Ende, dass du mir Cycle von mich umbringst. Sehr aber, schön. Aber Hauptsache, es wurden alle gehen, die machen mich los, wenn das erste Queen. Richtig, es wäre richtig gewesen, mich umzustanzen. Aber so. Natürlich wäre es richtig gewesen, es ist immer richtig gewesen. Aber sie haben wieder mal lieber auf mich gestanzt. Das ist richtig. Ich hab mich du hast nur auf mich gestanzt. Ja, weil ich Karten ziehen wollte. Und er hat Posejo. Wie auch immer, das war wirklich schnell. Ja, das ist für mich super, ja. Super, ich fix dabei. Das war generell schon schnell. Ein generell schnell Partien. Super. Es wird natürlich wieder Deckchecks von allen diesen 4 Decks geben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe es eigentlich ganz witzig gefunden. Ja. Das erste war ein bisschen Zeit. Das ist ein blöder Wurm. Das hat immer Spaß, wenn er gewinnt. Das ist wurscht, was sonst ist. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne Kommentare und Video hinterlassen, auf Facebook und Instagram erreichen. Und sich wieder mir treffen, uns Discord-Zuarbeiten auf Patreon unterstützen. Und uns aus dem nächsten Video sehen. Danke fürs Zuschauen und. Ciao, wa? Ciao, servus. Servus. Diese Länder sind nicht das Dümmste, was sie gebildet haben seit Jahren. Ja. Und ich glaube, das bauen sich alle irgendwelche Dördel-dummen Decks und nein. Weiter, Dördel.